Das ist keine Religion. Und sowas wollen wir hier nicht haben. Wir wollen ein demokratisches und freies Land haben. Deshalb sind wir alle hier und dafür stehen wir. Ja, und für nichts anderes. Und ich sage auch, ich habe ja am eigenen Leib das erlebt, wie es ist. Ich musste als Kind den Koran lernen, hat mich überhaupt nicht interessiert, ja. Ich habe es auch nicht verstanden. Dann wurde ich, wo ich größer wurde, ich wurde so unterdrückt, ich durfte nicht nach draußen gehen, ich durfte keine kurzen Sachen anziehen. Wenn mich nur ein Junge aus der Schule gegrüßt hat, habe ich zu Hause gewusst, gleich gibt es wieder Schläge. Dann kam wieder der Gürtel und nichts anderes. Es gibt immer nur Strafe, Strafe, Strafe für Sachen, wo man vielleicht gar nichts für kann, ja, was man gar nichts gemacht hat. Jeder Blick, der ein Junge oder ein Mann auf einen richtet, auf eine Frau, ist für die Frau das Vergehen, man würde es provozieren. Man ist eine SCH und noch schlimmere Sachen, ja? Das ist so eine schlimme Religion. Jedes bisschen, was wir Frauen machen, wird immer bestraft und begutachtet. Ich möchte mal noch eins sagen. Ich hoffe wirklich, dass diese Bevölkerung hier in Deutschland aufwacht, wirklich aufwacht, ihre Augen, ihre Ohren aufmacht. Denn der Islam ist keine friedliche Religion. Es ist eine schlimme Ideologie und ich sage nur, naiv und falsche Toleranz, wer die Augen davor verschließt und nicht erkennt, was da wirklich hintersteckt. Ja? Und das sind alles Lügen, die wollen jedes Land nacheinander islamisieren. Und das wollen wir nicht. Wir sind ein Volk, die das nicht wollen. Wir wollen frei sein. Dankeschön. Wir sind das...